Ronaldo. Ja, sag mal Achim. Also warum Achim? Achim und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich habe ja mal eine Serie gemacht, wo ich einen Tierarzt gespielt habe und Achim hat uns mit seinen Alpakas dort mehrfach besucht. Achim, wie bist du eigentlich darauf gekommen, Alpakas zu züchten im Hafen? Also eine ganze Alpaka-Haltung und Zucht ist meine Frau schuld. Okay. Die wollte nämlich unbedingt Kamele halten, weil all und jeder hat Pferde. So, und da kamen wir dann auf das kleinste der Kamele, das sind die Alpakas. Ja. So, und da haben wir dann mit einem Tier, Klammer zwei, das heißt, es war eine tragende Stute, angefangen. Und dann kam dann ja später ein Hengst dazu. Ja, und mittlerweile, mittlerweile haben wir jetzt 20. Was sind die Vorteile von Alpakas? Alpaka ist einmal die sogenannte Wolle. Immer rund einsetzen. Die sogenannte Wolle, wobei Wolle falscher Ausdruck ist, es ist Edelhaar. Weil die Faser ist hohl und hat dann natürlich einen ganz anderen Installationswert als Wolle. Mhm. Dann haben wir den Unterschied zwischen Huacaya. Huacaya ist die abstehende Faser vom Tier. Und Suri, das ist die hängende Faser vom Tier. Und die ist seidenglatt und kühl und hat damit qualitativ einen höheren Wert für Kaschmir. Gut, und wie kann man das oder wie kann das anderen Tieren nutzen? Anderen Tieren sage ich ganz bewusst, weil ich komme ja jetzt inzwischen von Lindermanns Tierwelt und nicht mehr von unserer Charlie. Also man kann das ohne weiteres auch nutzen zur Kissenfüllung, was also möglich ist. Was wir zum Beispiel auch machen, dass wir von unseren Tieren die Fasern weggeben zum Steppbetten machen. Steppbetten? Okay. Das ist eine ganz tolle Angelegenheit, weil sie ist Allergiker geeignet, sie ist atmungsaktiv, man friert nicht, man schwitzt nicht, weil sie eben atmungsaktiv ist. Das sind halt die großen Vorteile. Gut. Und dann natürlich, dass man dann auch die sogenannte Strickwolle färben lässt. Mhm. Oder, wenn man kann, selber spinnen. Mitfahren. Mitfahren. Achim, ich danke dir. So, jetzt reden wir mal wieder ein bisschen privat. Ich hoffe, das hat so gepasst.